Robin Dutt kann es kaum erwarten. Der Trainer von Werder Bremen steht vor seinem Pflichtspieldebüt und kann seinem Vorgänger Thomas Schaaf gleich mal zeigen, wie man mit dem 1. FC Saarbrücken einen Drittligisten im DFB-Pokal besiegt. In den beiden Vorjahren war jeweils Schluss in Runde 1. Früher habe ich es dann einmal aus Sicht der Stuttgarter Kickers, habe ich damals gesagt, jeder ersten Runde fliegt ein Erstligist gegen einen Unterklassigen raus, du musst nur dabei sein. Und diesmal sage ich es umgekehrt, es fliegt jedes Mal einer raus, du darfst nur nicht dabei sein. Das ist der Unterschied. Schon aus finanzieller Sicht darf es keine Blamage geben. Bremen braucht die Pokaleinnahmen ohne Wenn und Aber. An der Weser herrscht eine Aufbruchsstimmung, auch unter den Fans. Die Vorbereitung allerdings verlief eher holprig. Aber Dutt gibt sich alle Mühe, Zuversicht zu zeigen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Mannschaft hat klasse gearbeitet. Mehr ist momentan, ja, also ich darf nicht mehr erwarten, wie das, was ich bekomme. Das ist schon sehr viel. Und sie hat die Messlatte hochgelegt in meiner Erwartungshaltung. In drei Trainingslagern hatte Dutt besonderen Wert auf den Teamgeist gelegt. Da dürfte es ihm gar nicht gefallen haben, dass Ikichi und Hunt in einem Trainingsspiel aufeinander losgegangen sind, auch wenn er den Vorfall öffentlich herunterspielt. Marco Arnautovic, sonst eher der Bremer Bad Boy, gibt sich momentan lampfromm. Die Zukunft des Österreichers ist weiter unklar. Sportchef Thomas Aichin bestätigte Gespräche mit West Ham United aus England. Marco Arnautovic ist, wie gesagt, immer ein Thema für viele Vereine, für viele Manager, für viele Agenten. Das muss man entsprechend sortieren und dann machen wir auch unsere Aufgabe, aber das ist auch nichts, was ich jetzt jeden Tag in die Öffentlichkeit trage oder irgendwelche Wasserstandsmeldungen dazu abgebe. Nach Kicker-Informationen hat Arnautovic West Ham aber bereits abgesagt. Doch eine Trennung scheint weiter möglich. So gäbe es auch Platz für weitere Verstärkungen. Bayerns Diego Contento soll in Bremen nach wie vor ein großes Thema sein.